Hallo und herzlich willkommen zur Legung am Mittwoch hier auf dem Kanal. Mein Name ist Julia Aurelia und ich schaue heute mit dem Seelenreisetarot in Was ist deine Bestimmung? Ja, ich habe tatsächlich in meinem Telegram-Kanal, den werde ich dir einmal unter diesem Video verlinken, immer mal wieder Umfragen gemacht oder mache die nach wie vor auch noch, um zu schauen, hey, was möchtest du denn hier auf dem Kanal sehen? Und die Mittwochslegung bietet da eine, ja, ich finde, ganz tolle Möglichkeit, um auch noch mal in gezieltere Themen reinzuschauen. Und wenn du mitbestimmen möchtest, was hier denn in der Mittwochslegung hin und wieder passiert, dann schau doch gerne einmal auch in den Telegram-Kanal unter diesem Video und sei quasi dabei. Außerdem verlose ich immer unter all denjenigen, die quasi kommentieren und teilnehmen an diesen Umfragen, eine kleine Legung mit mir. Also auch da kannst du noch gerne mal raufschauen und quasi mitmachen und hast dann die Möglichkeit, eine Legung mit mir zu gewinnen. So, was wir aber machen, bevor wir starten. Du kennst es jetzt hier auf dem Kanal schon, es hat sich etwas mehr eingebürgert. Ich möchte einmal die Energien hier bei mir, aber auch bei dir energetisch klären, reinigen und anheben. Und das Ganze mache ich am Mittwoch wieder mit meinem Klangkelch. Und der Klangkelch, ja, das ist einer meiner Lieblingsklangkelche, der hat die 432 Herzschwingung und ist auch ist das höhere F, also ist Herzheilung, ganz extrem. Also ich würde sagen, wir starten mal. Wenn du das Ganze jetzt nicht möchtest, dauert ungefähr 1,5 bis 2 Minuten. Dann gehst du einfach nach vorne ins Video und wenn du sagst, hier ein bisschen Entspannung, energetische Reinigung und Anhebung könnte ich gut gebrauchen, dann bleibst du jetzt hier. Und dann darf ich dich einladen, einmal deine Augen zu schließen. Und dann nimm jetzt einmal einen tiefen Atemzug und spüre, wie sich dabei deine Bauchdecke wölbt und neue, frische Energie in deinen Körper fließt. Du kannst dir diese Energie vorstellen wie ein weiß-goldenes Licht und überall, wo es ankommt, löst es niedrig schwingende Energien auf und wandelt sie um ins Licht. Und während ich nun die Klangschale für dich spiele, bleibe bei dieser bewussten Atmung und Visualisierung. Und dann würde ich sagen, lass uns starten mit den Karten. Ihr Lieben, wir haben hier das Seelenreise-Tarot. Das verlinke ich dir wie immer unter dem Video. Und ich habe mir einen kleinen Spickzettel gemacht, denn ich habe mir so ein paar Punkte überlegt, was man quasi gut machen könnte, um jetzt in eine Legung zu gehen, um zu schauen, hey, was ist denn der Ruf deiner Seele jetzt? Was ist deine Bestimmung jetzt? Und ich würde sagen, wir starten damit einmal. Und die erste Karte, die ich hier ziehe, ist, was sind deine Stärken? Also, ich möchte einmal in die Energien des Seelenkollektivs, all diejenigen, die jetzt hier schauen, und ich möchte wissen, was
Der Ruf der Seele jetzt ist für das Seelenkollektiv. Also, ja genau, was, wo bist du gut, was sind deine Stärken? Lass uns mal schauen, Moment. So, oh, alles klar, wow. Wir haben hier die 10 der Schwerter. Womit bist du gut drin? Und am unteren Kartenrand die Mäßigkeit. Okay. Ich habe das Gefühl, dass du grundsätzlich gut bist. Wir haben hier das Thema Ende, radikales Ende, Schlussstrich. Und ich habe das Gefühl, dass du Menschen helfen kannst, die in ihrem Leben eine sehr schwere Phase hinter sich haben, um die Menschen wieder hier mit der Mäßigkeit ins Gleichgewicht, in die Balance zu bringen. Ich nehme tatsächlich für den einen oder anderen wahr, dass der eine oder andere wirklich auch gut mit Traurigkeitsbewältigungsarbeit ist. Menschen zu helfen nach schweren Phasen, Menschen zu helfen, die auf irgendeine Art und Weise wirklich durch eine ganz harte Phase gegangen ist. Das muss nicht unbedingt jetzt Dinge mit einschließen, wie Menschen, die vielleicht gerade einen Verlust erlitten haben. Das kann es natürlich, aber ich habe das Gefühl, das ist so dieses, huf, da ist eine ganz schöne, schwere Energie dahinter, ne? Und wir haben dieses Silberstreifen am Horizont. Das heißt, ich habe das Gefühl, du kannst Menschen sehr gut Hoffnung machen. Du kannst Menschen sehr gut Hoffnung machen, dass jetzt in der Zukunft, dass da dieser Silberstreifen ist. Und vielleicht arbeitest du auch schon bereits mit Menschen oder überlegst es zu machen, wo du vielleicht versuchst, Menschen Hoffnung zu geben. Dieser Silberstreifen am Horizont zu sein. Das ist etwas, was ich reinbekomme hier. Vielleicht hilfst du Menschen auch etwas abzuschließen. Vielleicht, ne, für den einen oder anderen kann das auch bedeuten, dass du hier jemanden, dass du gut darin bist, Dinge abzuschließen, Dinge zu beenden und beziehungsweise Menschen dabei zu helfen. Und weil wir hier die Mäßigkeit haben, geht es auch darum, um das Thema Gleichgewicht und Harmonie. Und ich habe das Gefühl, dass ganz viele von euch sehr gut da drin vielleicht auch sind im Sehen, hey, was braucht die Person jetzt, um mehr ins Gleichgewicht, in die Harmonie zu kommen? Und gefühlt beinhaltet das aber oft ein Loslassen von etwas. Und ich habe das Gefühl, dass einige von euch auch recht radikal sein können und wirklich sagen können, so, hey, da ist dieser Silberstreifen, aber du hör zu, so und so sieht's aus. Ne? Also ich habe das Gefühl, einige von euch nehmen gar kein Blatt vor den Mund und sind wirklich sehr, sehr direkt und sehr geradlinig. Aber auf eine sehr liebevolle Art und Weise, weil ich das Gefühl habe, in der Essenz liegt hier die Unterstützung, um etwas wieder ins Gleichgewicht zu kommen, um in die Heilung zu kommen, um in die Harmonie zu kommen nach einer schweren Phase oder weil jemand gerade durch eine extrem schwere Phase geht. Da gehe ich ja gut los hier. Ich habe jetzt irgendwie so gedacht, oh, jetzt kommt hier irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwas Leichteres, aber nee, da ist gleich Bums dahinter. Dann lass uns mal schauen, was andere an dir wertschätzen. Also, was ist es, was hier andere wertschätzen an dir? Was sehen andere in dir? Die Hohepriesterin, ja, ja. Ich sag's ja, ich krieg Gänsehaut, es ist so krass. Hammerlegung, die Hohepriesterin. Und am unteren Kartenrand lasse ich auch gleich einmal, hier haben wir die 4 der Schwerter. Andere sehen in dir wirklich diese hohe Priesterin oder den Hohepriester. Ich sage ja, wir sind hier mit Bums drin. Kein Wunder, dass die Hohepriesterin kommt. Ich habe das Gefühl, manche kommen für dich, viele kommen zu dir und wollen Rat. Das kann das Thema Heilung sein. Vielleicht arbeiten, ich habe das Gefühl, viele von euch sind hier dadurch auch in einem sehr spirituellen Beruf, wobei das nicht ausschließlich auf das Spirituelle mit der Hohepriesterin zu deuten sein muss. Ich habe das Gefühl, du bist in einem beratenden Beruf, in einer beratenden Tätigkeit oder beziehungsweise das ist das, was andere in dir sehen. Das heißt, vielleicht machst du das noch gar nicht so, wie du es wie das, was andere in dir sehen. Aber vielleicht ist das etwas, was du auf natürliche Art und Weise machst. Es könnte sein, dass du vielleicht auch in einem ganz anderen Beruf bist. Etwas, was gar nichts damit zu tun hat. Aber du merkst, Leute kommen zu dir. Leute kommen zu dir für Rat, für Hilfe. Das sind die Suchenden. Die sind auf der Suche nach Hoffnung, auf der Suche nach Antworten. Und der ein oder andere, für den ist es wirklich so eine Seelenberufung, die du aber vielleicht noch nicht mal zum Beruf machst oder gemacht hast. Das bekomme ich ebenfalls rein. Und ich kriege gerade echt so viele Botschaften. Der ein oder andere ist auch wirklich, arbeitet im medialen Bereich, bekommt hier also wirklich auch gechannelte Botschaften. Wiederum andere habe ich das Gefühl, kriege ich die Botschaft rein. Okay, was ich gerade gehört habe, war Julia, ganz, ganz viele arbeiten mit gechannelten Botschaften, aber viele hier, die dir jetzt zuhören, die wissen das nicht, dass das Gechannelte ist. Also die denken, also ich glaube, okay, andersrum. Okay, ich versuche es nochmal anders zu übersetzen. Ganz viele von euch
machen diese Dinge einfach auf ganz natürliche Art und Weise und denken, ja, ich ist doch gar nichts Besonderes. Es ist ne, so. Aber ich habe das Gefühl, viele von euch sind extrem verbunden mit dem höheren Selbst, mit der geistigen Führung und du kriegst permanent Impulse und Inspirationen. Und ich kriege hier eine Gänsehaut nach der anderen. Hammerkrass. Und das ist heftig. Also die Energie, die gerade durchkommt. Ich habe wirklich das Gefühl, dass deine oder vom Kollektiv die spirituellen Führer gerade wirklich hier sind und sagen, ey, Julia, da sind so viele Lichtarbeiter da draußen und viele wissen es gar nicht, dass sie es sind, weil viele machen das auf ganz natürliche Art und Weise und erkennen es eigentlich nicht an als das, was es eigentlich ist. Und ich habe das Gefühl, dass ganz viel Dankbarkeit gerade tatsächlich zu euch kommt. Auch diejenigen, die das vielleicht nicht anerkennen und die das vielleicht sagen, ja, es kommen zwar immer Leute irgendwie zu mir, aber ja, das ist ja normal. Ich helfe ja, wo ich kann oder ich helfe ja gerne. Und ich habe das Gefühl, da kommt einmal eine ganze Welle Dankbarkeit zu euch von der geistigen Welt. Ja, Berater, Leute kommen zu euch für Rat, für Wissen. Ich habe das Gefühl, viele sehen in dir, dass du Dinge weißt, die die anderen nicht wissen. Ich habe das Gefühl, das ist auch etwas hier, was ganz, ganz präsent ist. Wenn wir uns einmal die Karte dazu jetzt mit anschauen, haben wir die Vier der Schwerter. Und die Vier der Schwerter ist Entspannung. Ich habe das Gefühl, Leute können mit dir entspannen. Leute können mit dir fühlen, okay, Leute kommen mit dir in ihre eigene Energie. Ich habe das Gefühl, du erlaubst Menschen zu sein, wie sie sind, wer sie sind. Kann mal Energie, ne? Hey. Leute kommen mit dir zur Ruhe. Das ist das, was Menschen quasi an dir wertschätzen. Dieses, okay, ich kann sein, wer ich bin. Ich muss mich nicht verstellen. Ich komme mehr zurück in meine Energie. Vielleicht auch, weil Menschen im Außen das Gefühl hatten, sich verstellen zu müssen. Wir sehen ja hier, ne? Das ist quasi deine Stärke. Worin bist du gut? Du bist gut in Hoffnung. Also, ich weiß, es ist die Zehn der Schwerter. Aber ich habe das Gefühl, du bist gut im Hoffnung geben, im Silberstreifen am Horizont geben und Menschen eben zu helfen durch diese Energie der Zehn Schwerter. Was nicht zwingend immer bedeutet, dass dieses radikale Ende schon stattgefunden hat, aber dass quasi jemand vielleicht gerade am Boden ist und am Boden zerstört ist. Das ist diese Energie. Und Menschen kommen mit dir zurück in ihre eigene Energie, in ihre eigene Kraft. Und ich habe das Gefühl, dass du jemand bist, wo Menschen sich magisch auch angezogen fühlen. Gerade mit der Hohepriesterin. Und dann dieses, ja, weil ich sein kann, weil ich gesehen werde. Ich habe das Gefühl, ich werde gesehen in meiner Seelenessenz. Und das ist das, was andere in dir quasi sehen oder andere wahrnehmen. Dann lass uns mal weiterschauen. Ich habe das Gefühl, wir haben eh schon ganz viele Sachen, aber da kommt echt einiges durch an Energie. Lass uns mal schauen, wie kannst du anderen am besten weiterhelfen? Wie kannst du anderen am besten weiterhelfen? Okay, mit schwierigen Entscheidungen hier. Das ist krass. Ich sag's ja. Du nimmst kein Blatt vom Mund. Ich liebe, dass dir die Karten gerade liegen, weil die Botschaften bereits im Vorfeld durchkommen. Und hier haben wir die Königin der Schwerter. Und du bist jemand, du kannst Licht ins Dunkel bringen. Du kannst aus Unklarheit und aus Verwirrung, wo Leute nicht wissen, wie sie sich entscheiden sollen, wo Leute das Gefühl haben, entweder weil es schwere Entscheidungen sind oder weil da ganz viel Verwirrung ist oder weil man nicht genug Informationen hat. Manche Menschen sind vielleicht noch nicht bereit, die Entscheidung zu treffen, aber was du machst hier mit der Königin der Schwerter ist tatsächlich, und das ist das, was ich gesagt habe, du kannst recht radikal sein in der Art und Weise, wie du kommunizierst, weil du kein Blatt vor den Mund nimmst. Du sagst ganz ehrlich, was du siehst. Und ich habe das Gefühl, da ist so eine große Seelenliebe. Ich sehe dich wirklich, ich sehe dein Licht und dein Herz gerade so groß. Und manchmal wirkst du auf manche ein bisschen hart, aber ich sehe, dass in der Essenz da diese Liebe da ist, weil du eigentlich jeden bekräftigen möchtest, du möchtest jeden bestärken, du möchtest, dass jeder das Leben lebt, in dem er selbst oder sie selbst sein kann und rauskommt aus dieser schweren Energie. Und ich habe das Gefühl, was du machen kannst am allerbesten, ist Menschen wirklich Licht ins Dunkel bringen. Habe ich das vorhin schon gesagt? Aber gerade hier, die Zwei der Schwerter ist in diese schwierigen Entscheidungen, dieses Nebel, dieses Unklarheit. Und mit der Königin der Schwerter, du bist über den Wolken. Ja, über den Wolken. Du bist über den Wolken und du hast diese Klarheit. Du kannst eine Situation recht obviously unemotional einschätzen, weil du die Dinge natürlich mit ein bisschen Distanz siehst. Aber das ist das, was du anbieten kannst, ne? Dieses, hey, ich kann die Dinge mit Distanz sehen. Ich habe auch das Gefühl, da ist immer noch dieser
dieser Mitgefühl-Aspekt in dir, dieses, hey, ich weiß, das ist natürlich leicht jetzt von mir zu sagen als Außenstehende. Und ich weiß, es ist anders, wenn du in der Situation bist. Das heißt, da kommt schon auch dieses Mitgefühl rüber. Aber du bist jemand, der ganz, ganz klar die Dinge auf den Punkt bringt. Und damit hilfst du Menschen, klar zu sehen, in die Klarheit zu kommen, die Wahrheit einer Situation oder sich selbst zu sehen. Wow. Okay. Dann lass uns mal schauen, welche Blockaden oder Herausforderungen hast du hier, deinem Seelenweg zu folgen oder welche Herausforderungen und Blockaden stellen sich hier auf deinem Seelenweg, wenn es quasi um deine Berufung geht oder dem Ruf deiner Seele geht? Was ist da deine größte Herausforderung oder größte Blockade? Dir mangelt es ein bisschen an Selbstbewusstsein, oder? Okay, wow, jetzt kriege ich aber was anderes rein hier. Wir haben hier die neuen der. Ach, krass. Ah, okay, Leute, das ist der Hammer, was hier gerade durchkommt. Okay, Königin der Stäbe, Neun der Stäbe. Hier gibt es um Verletzungen in der Vergangenheit. Zum einen kann es aus diesem Leben sein. Ich habe aber das Gefühl, dass viele von euch ein Trauma tragen in sich aus der Vergangenheit. Die Königin der Stäbe ist natürlich hier als rothaarige Sassy, ne? Wie sagt man da auf Deutsch? Ich habe das Gefühl, dass ganz viele von euch in der Vergangenheit, in vergangenen Leben, vielleicht auch als Schamane oder als Hexe gearbeitet haben. Oder als Heilerin gearbeitet haben und dass es aber ein Trauma gibt hier, was zu tun hat mit der Vergangenheit. Und ich habe das Gefühl, dass einige von euch die spirituellen Fähigkeiten abgegrenzt haben. Also gesagt haben, nee, ich will da nicht hin, weil ich weiß, ich habe in der Vergangenheit, ach krass, ich kriege schon wieder eine Gänsehaut nach der anderen. Ich habe in der Vergangenheit da so einen auf den Deckel für bekommen, dass ich anderen geholfen habe, dass ich andere unterstützt habe, dass ich hier ne, die Heilerin war, die Weise war, die Hexe war, der Schamane, die Schamanin war. Und ich habe das Gefühl, viele von euch haben hier tatsächlich ein Trauma, was eigentlich noch weiter zurückliegt als in diesem Leben. Für einen kleinen Prozentsatz kann es sein, dass du sagst, ja, ich habe das aber auch in diesem Leben erfahren, dass ich war schon immer ein bisschen anders und ich habe meine Fähigkeiten quasi zurückgehalten, weil ich immer anders war und ausgegrenzt wurde oder weil ich vielleicht einen auf den Deckel bekommen habe für das, was ich konnte oder wahrgenommen habe. Und das ist das, was ich ganz stark hier reinkriege. Wie gesagt, für manche von euch spielt sich das in diesem Leben ab. Ich habe aber das Gefühl, das ist eine Weiterführung von dem vergangenen Leben oder vergangenen Leben. Und auch diese Thematik Ausgrenzung grundsätzlich. Vielleicht hast du das Gefühl, du gehörst nicht richtig irgendwie dazu. Auch wieder Thematiken aus der Vergangenheit gefühlt, dieses Thema Abgrenzen, Ausgrenzen, sich ausgegrenzt und abgegrenzt fühlen, ist auch eine große Herausforderung hier, der du quasi entgegentrittst. Und ich habe das Gefühl, in der Essenz geht es dann hier damit darum, um dein Selbstbewusstsein, das jetzt wieder alles zu machen und zu tun. Und wir leben in der Zeit und es ist unfassbar krass. Ich bin selber im Moment sehr überrascht, weil ich das Gefühl habe, ganz, ganz viele Menschen erwachen gerade zu Spiritualität. Menschen, die das vielleicht vorher gar nicht irgendwie auf dem Tisch hatten. Und das ist krass. Also ich habe gerade jetzt vor kurzem selber einmal so eine Welle gehabt, dass ich dachte, oh mein Gott, es passiert. Wir sind wirklich in dieser Zeit. Und das ist mega überwältigend und schön, aber auch, oh Gott, es passiert wirklich. Und ich habe das Gefühl, es ist ganz, ganz wichtig, dass du natürlich jetzt hier dein Selbstvertrauen und dein Selbstbewusstsein, was deine Fähigkeiten angeht, wieder aufbaust. So. Okay. Kleiner Spickzettelblick. Okay, was hilft dir, diese Herausforderungen oder Blockaden zu überwinden? Was hilft dir, diese Herausforderungen und Blockaden, upala, zu überwinden? Da haben wir die acht der, ja, die acht der Schwerter. Die acht der Schwerter sind Selbstsabotage, Verhaltensweisen und Negativgedanken, wo man sich selber limitiert und sich selber zurückhält. Natürlich ist das nicht das, was du tun solltest, aber was wir hier tatsächlich sehen, was du gefühlt überkommen, es ist Teil noch dieses Überkommens, dieses Schmerzes. Und der Schmerz
der noch gefühlt in deinem Energiefeld ist aus der Vergangenheit. Das ist das, was dich gefühlt, okay. Das ist das, was dich gefühlt abhält, dich teilweise zu zeigen. Manche von euch haben Probleme, sage ich mal in Anführungsstrichen, damit sich zu zeigen, in die Öffentlichkeit zu gehen mit ihren Fähigkeiten als Heilerin, Heiler oder spiritueller Lichtarbeiter, sagen wir mal so, egal in welchem Bereich du das auslebst. Und ich habe das Gefühl, du musst also kreative Lösungen finden, könnte hier ganz wichtig sein. Weil die Sache ist die, du bist mit diesem Geschenk auf die Welt gekommen und wir haben hier die drei der Schwerter, ne? Da fliegt dieses Luftballonherz einmal weg. Ich habe das Gefühl, verschwende dein Leben nicht. Ich habe das Gefühl, es ist ganz, ganz wichtig, dass du realisierst, dass dieses Leben dir geschenkt wurde, um wieder hier auf der Erde als Lichtarbeiter zu dienen. In welchem Bereich auch immer. Und das kann für ganz viele auch im nicht spirituellen Bereich sein. Wenn du zum Beispiel als Berater und Coach tätig bist in irgendeiner Angelegenheit, vielleicht auch im sozialen Bereich, all das gehört dazu, ne? Also glaube nicht, dass nur weil da die Hohepriesterin ist und wir jetzt von Heilern etc. reden, dass das das Einzige ist, worum es hier geht. Du kannst deine Heiler und helfenden Energien auch anders in die Welt bringen. Und das möchte ich einmal noch sagen. Aber ich habe das Gefühl, diese Karte sagt hier, es ist wichtig, dass du verstehst, dass du dein Geschenk, dein Herz nicht verschwenden solltest. Und du bist hier mit diesem großen Herz, ne, das hatte ich vorhin einmal gesehen, diese unter der Königin der Schwerter eigentlich, wo wir eigentlich einen rationalen Verstand haben. Aber ich habe gesehen, dass da eigentlich so viel Liebe ist und verschwende das nicht. Und es wird, wenn du quasi das dem nicht nachgehst, habe ich das Gefühl, dann wird es weniger werden und weniger und du wirst diese leere quasi Gefühl spüren. Und ich habe das Gefühl, das ist ganz wichtig, dass du das verstehst und dass du verstehst hier, dass ja, vielleicht musst du kreative Lösungen finden und so einen kleinen Schritt-für-Schritt-Prozess, der dich irgendwie Schritt für Schritt weiterbringt, aber halte dich nicht auf in Negativgedanken. Irgendwie geht es darum, diese Negativgedanken, die du zu der Sache hast, zu lösen. Du denkst manchmal zu viel nach. Als ich diesen Kanal angefangen habe, kleines Beispiel, wisst ihr, wie viel Bammel ich hatte? Und ich hatte ja den Kanal schon vorher, weil ich als Make-up-Artist im Übrigen Videos hatte. Also für all diejenigen, die sich jetzt fragen, oh Julia, jetzt hast du aber so viel Schminke drauf. Ja, ich habe 11 Jahre als Make-up-Artist gearbeitet und hab auch auf diesem Kanal tatsächlich Make-up-Videos drauf. Und es ist Teil von mir. Also nichts, was jetzt irgendwie nicht passend wäre. Und ich genieße das gerade sehr, mich wieder so ein bisschen zu stylen. Nachdem ich aus meiner Phase komme von Glastonbury, Spiritualität und oh, ich darf kein Make-up tragen, weil das ist ja nicht spirituell, okay? Das nur einmal so zwischendurch irgendwie. Aber ich habe, als ich den Kanal angefangen habe, hatte ich die Echterband-Videos. Ich hatte meine Geschichte erzählt, ich hatte meine Schminkvideos hier. Und habe plötzlich was angefangen, was komplett anderes war. Hat mich gezeigt mit meiner Spiritualität, mit meinem Kartenlegen. Und es hat mich so eine Überwindung gekostet, weil ich dachte, ich war plötzlich vor der Kamera und ich habe Karten gelegt für mich und für Freunde. Und plötzlich dann aber Karten zu legen vor der Kamera und alles zu koordinieren. Und ich habe mich gefühlt wie so ein Schussel, ne? Das war so, oh, es ist alles so steif, das geht gar nicht. Und ich wusste, dass es eine Barriere ist, durch die ich durchbrechen musste. Und ich war nicht zufrieden mit, wie alles ausgeschaut hat. Also das Bild, die Kamera, der Ton, es war alles grottenschlecht. Aber ich musste starten und ich wusste, es wird sich bessern. Ich werde mehr Selbstbewusstsein kriegen von Video zu Video. Das Bild wird sich verbessern. Ich werde nach und nach Dinge optimieren. Und hätte ich das damals nicht getan, hätte ich mich hier in dieser Energie aufgehalten und zu viel drüber nachgedacht, dass es ja noch nicht perfekt ist, wäre ich heute nicht hier und dann wären wir heute nicht hier. Also das mal als kleines Beispiel, ja. Halte dich nicht auf und denk nicht drüber nach, sondern mach einfach. So, was wird dir helfen? Was wird dich unterstützen? Was wird dir hier helfen? Was wird dich unterstützen? Na, da kriege ich das Stopp. Hallöchen, wer ist denn er? So, wir gucken uns einmal noch hier die Karte am unteren Kartenrand an. So, packen wir mal hier hin. Schups. Was wird dir helfen? Ja, du brauchst einen Plan. Ich auch. So, hier Ida, Julia mit den geraden Karten. Ich habe das Gefühl, du brauchst einen Plan. Es kann sein, dass hier ein Ratgeber ist, jemand, der dir wirklich hilft, wie du etwas umsetzen kannst. Also A, könnte das sein, dass es hier um finanzielle Planung geht oder um finanzielle Planung oder um eine Berufsplanung hier. Hier hast du quasi jemanden, der hat das erreicht in der materiellen Welt, was du dir vielleicht hier erhoffst oder erwünscht in dieser Angelegenheit. Also das ist ein Ratgeber. Es kann also sein, dass es helfen kann, dass es sein kann, dass jemand
jemand, der das erreicht hat, was du vielleicht gerne erreichen möchtest, dir hier Ratschläge geben kann oder dich auf gewisse Art und Weise inspiriert. Vielleicht geht es auch wirklich darum, also wie gesagt, gerade wenn es jetzt um Sachen geht, wo du sagst, ich möchte das wirklich gerne beruflich machen, ne, dann geht es natürlich klar, wir sind hier in der 3D-Welt. Also 3D-Welt bedeutet auch, Finanzen muss geplant werden, das Berufliche, diese ganzen trockenen Sachen müssen geplant werden. Und da hätten wir quasi hier jemanden, der dir da gut weiterhelfen kann. Aber wir haben auch diesen Aspekt von Langzeitpläne machen, geduldig sein und einfach quasi harte Arbeit reinstecken in eine Angelegenheit. Wie gesagt, vielleicht ist hier eine ganz bestimmte Person, die dir helfen kann, also ein Ratgeber. Es könnte auch ein Sternzeichen, Erdzeichen sein, also Steinbock, Stier, Jungfrau. Vielleicht gibt es da gerade jemanden, der dich irgendwie unterstützen und beraten kann. Ansonsten habe ich das Gefühl, der König der Münzen ist dieses, das Machen, das Tun, ne? Also wirklich zu wissen, okay, mit Geduld, mit Ausdauer und einem Plan kann man alles erreichen. Hier haben wir quasi eine Erfolgsenergie in der materiellen Welt. Wir sehen hier den Eremiten. Auch der Eremit ist so, okay, was ich mit dem Eremiten bekomme, ist, dass, ja, du hast hier gefühlt jemanden, der dir einen Ratschlag vielleicht geben kann oder jemanden, der dich unterstützt. Vielleicht hast du auch jemanden, der dich finanziell unterstützt, ne, der sagt, hey, ich gebe dir den Raum, um das jetzt zu machen, um dich da mehr auszuleben. Auch das könnte sein, ne? Also auch das Thema Banker haben wir natürlich auch hier runter. Vielleicht gibt es da jemanden, der dich finanziell unterstützt oder das Thema Banker, ein Banker, der dich unterstützt hier. Geht jetzt nicht darum, dich zu verschulden oder sowas, ne? Also das auch nochmal vorweg gesagt hier. Aber der Eremit ist, du musst deinen eigenen Weg finden, du musst deinen eigenen Weg schmieden. Und eigentlich kann dir keiner sagen, was für dich persönlich das Richtige ist. Du kannst dir Inspiration holen, aber letzten Endes geht es darum, dein Licht freizulegen. Dein eigenes Licht freizulegen, zu entdecken, wer bist du in deiner Seelenessenz? Und was sind die Energien, die dich ausmachen? Und ich nenne es immer die Seelensuppe. Welche Zutaten hast du dir ausgesucht, als du hier auf die Erde gekommen bist? Und es kann sein, dass du vielleicht dir ausgesucht hast, hey, ich bin jemand, der sehr kreativ ist und ich möchte Dinge auf kreative Art und Weise ausdrücken. Was sind deine Seelengeschenke? Was ist dein Licht? Was sind deine Interessen, die du hast? All diese Dinge sind dein inneres Licht, ist deine Seelensuppe, die dich ausmacht. Und jetzt geht es darum, herauszufinden, hey, was ist denn meine Seelensuppe? Also, wer bin ich? Wer bin ich denn eigentlich? Und es geht darum, gefühlt deinen eigenen, persönlichen, individuellen Weg zu finden. Sei du ein Wegefinder. Sei du ein Licht für andere in der Dunkelheit. Inspiriere andere. Und das sehe ich hier ebenfalls ganz, ganz stark. Wow. Okay, ihr Lieben, wir sind durch. Ich bin auch durch mit meiner Stimme. In diesem Sinne, da kam auch echt einiges an Energie durch. Ja, ihr Lieben, ich bin durch, ihr seid durch, wir sind alle durch. Ich danke vielmals fürs Dabeisein. Wenn diese Legung oder dieser Kanal dich unterstützen auf deiner Seelenreise, dann würde ich mich freuen, wenn du mich und den Kanal unterstützt auf meiner Seelenreise. Und das kannst du tun mit einem Like, einem Kommentar und einem Kanalabo. Und wenn du dann die Glocke aktivierst, bleibst du up to date für neue Videos. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Muah.